Keine Angst, das hier wird keine lange Rede. Vor gut einem Monat sagte Sonja zu mir: Ich brauche eine Pause. Warum? Sag mal, wie lange dauert denn so eine Pause? Ich habe geschworen, mich nicht bei Sonja zu melden. Aber heute bin ich schwach geworden. Sie hat die Nachricht vor 71 Minuten gelesen, aber noch nicht geantwortet. Was noch schlimmer ist, ich bin bei einem Familienessen und wir sprechen tatsächlich über... Fußbodenheizungen. Das klingt interessant. Ja, sehr interessant. Und was denkst du darüber, Adrian? Ihr wollt meine Meinung zur Fußbodenheizung, obwohl ich um 17.24 Uhr geschrieben und noch keine Antwort habe? Lasst mich einfach in Ruhe. Ich wünschte, ich hätte so etwas in der Art gesagt. Du machst deiner Schwester sicher eine große Freude, wenn du bei der Hochzeit eine Rede halten würdest. So eine Scheiße, damit habe ich nicht gerechnet. Seit 3 Monaten bereite ich mich auf die Hochzeit vor. Auf die Kirche, die Feier und vor allem die Polonaise. Aber ich esse doch gerade. Nein, nein, wartet. Die Polonaise kennt keiner Baum. Diese Rede ist doch das Beste, was dir passieren könnte. Entschuldigung, das sehe ich nur mal an. Nicht satt, was deine Familie von dir hat. Deshalb... Ruhig, was ist mit dir? Nein! Das ist sehr unangenehm. Kannst du vielleicht damit aufhören? Muskatnuss ist eine super Idee. Oh, halt die Klappe, halt die Klappe. Es gibt so vieles zu sagen. Oh, Scheiße, Entschuldigung! Man sagt es aber nie, weil man denkt, es sei zu spät. Verdammt, lass mich in Ruhe! Ich glaube, es ist nie zu spät. Zeit für Geschenke! Wenn er hinfällt, dann werden wir für immer zusammen. Sei vorsichtig! Okay. Okay. Ihr seid ja wohl verrückt!